Ich suche auf jeden Fall jetzt eine Person, die ich mir gerade ausgedacht habe. Und zwar suche ich Marley von Dead Adam, Junge. Ich verstehe nicht, warum ich auf diesem Planet bin. Wie Made of Sim, Skywalker wie Anakin. Einen fantastischen Tag wünsche ich euch und herzlich willkommen zu einer Sache, die eigentlich jetzt schon jeder YouTuber gemacht hat. Und zwar schauen wir uns heute mal den Akinator an. Der Akinator ist angeblich ein Webgenie und das ist so ein Typ, der fragt Fragen und wenn du die Fragen beantwortest, dann behauptet er, die Person, an die du gerade denkst, zu erraten. Und heute ist vorne mit dabei IZZI, das heißt Props on Izzy. Und hier seht ihr die letzten 10 Spiele. Heute versuche ich aber nicht Justin Bieber oder Dena oder vielleicht sogar Thomas Kraft zu finden. Nein, ich probiere einfach mal mich zu finden. Aber ich glaube, man findet mich nicht. Ich fange auf jeden Fall direkt an und klicken wir einfach auf Spielen. So, erste Frage. Und ich glaube, ich kann hier schon nicht mal richtig beantworten. Weil, wurde deine Figur durch YouTube berühmt? Das ist so zweiseitig. Ich habe zwar was mit YouTube zu tun, das heißt also, man kennt mich durch YouTube, aber ob ich berühmt würde ich jetzt nicht so sagen, ne? Aber ich weiß es nicht, sage ich einfach mal. Weiblich bin ich nicht, hoffe ich zumindest. Musikbereich ist cool, aber damit kann ich leider nichts anfangen, weil ich nicht so sehr musikalisch bin. Ist deine Figur ein Mensch? Ja, soweit ich weiß schon. Mike Varro 3 leider nicht mitgemacht, aber ich hätte gerne. Kennst du deine Figur persönlich? Es ist irgendwie eine komische Frage, als ob der Akinator mich kennt und weißt du, wer in meinem Haushalt lebt, dann kann er so sagen, ja, aber die leben so der, der und der, da kann es eigentlich nur der sein, deswegen. Ich wahrscheinlich kenne ich meine Person nicht persönlich. Hatte deine Figur mit IS zu tun? Alter, nein, damit, nee. Spielt deine Figur Minecraft? Ja, erste Frage, so die so richtig damit zu tun hat. Okay, ist deine Figur durch YouTube berühmt geworden? Ey, Akinator ist jetzt schon verzweifelt, der findet mich einfach nicht, weil er jetzt schon dieselbe Frage nochmal stellt. Ich weiß es immer noch nicht, tut mir leid. Sagt deine Figur immer Geilo? Nein, ich glaube, das war eine Anspielung auf Kev. Moslem bin ich nicht. Ist deine Figur gelb? Nein. Hat deine Figur eine Zahl im Namen? Nein, hatte ich aber früher einfach mal. Okay. Hat deine Figur unter 1000 Abonnenten? Nein, da bin ich durch. Da bin ich echt stolz drauf, dass ich nicht mehr darunter bin. Zeigt sich deine Figur? Ja. Betreibt deine Figur einen Brettersport? Snowboard, Ski? Nein. Also Longboard? Ja. Longboard fahre ich ja, also sagen wir es mal so. Wohnst du und deine Figur im gleichen Haus? Wahrscheinlich nicht, ich glaube, das spielt auf dieses YouTuber-Haus ein. Simon Exo kenne ich nicht, bin ich nicht, nein. Und wen schlägt er noch vor? Was? Ja, ich würde einfach mal sagen, man hat mich nicht gefunden. Das heißt, ich habe den Akinator überwunden, was eigentlich nicht cool ist, weil ich hätte mich gerne gefunden. Aber vielleicht könnt ihr meine Wenigkeit ja mal einreichen und dann einfach mal irgendwie ein paar Mal spielen oder so, keine Ahnung. Und dann schreibt das in die Kommentare und dann machen wir noch eine Folge. Und dann suchen wir mich nochmal und vielleicht finden wir uns irgendwann mal. Das wäre auf jeden Fall cool. Ich suche auf jeden Fall jetzt eine Person, die ich mir gerade ausgedacht habe. Und zwar suche ich Marley von Dead Adam, Junge. Ich verstehe nicht, warum ich auf diesem Planet bin. Misfit wie Made of Sim, Skywalker wie Anakin. So, jetzt können wir auch öfter mal mit Ja antworten, weil wir, keine Ahnung, weil deshalb bin halt nicht ich, weil mich selber zu suchen ist halt schon immer was anderes. Wurde deine Figur durch YouTube bekannt? Ja. Spielt er? Nein, Minecraft spielt sie nicht. Spielt deine Figur bei Arsenal FC? Ich weiß nicht, ob Marley vielleicht noch eine Fußballkarriere hat, aber ich denke mal, nein. Hat deine Figur, ja, Marley hat Tattoos, das weiß ich. Wohnt deine Figur in Köln? Wahrscheinlich. Asiate ist sie nicht. Bei der 10. Frage kommt er schon auf Dead Adam, Junge. Hat deine Figur eine eher rauchige und tiefe Stimme? Ich glaube, das war eine Anspielung auf Tuttle, aber ich glaube, ich kenne Marleys. Ich weiß es nicht. Gehört deine Figur zu Tardy? Nein. Oh, spielt deine Figur in einer Band? Ja. Ist deine Figur bei Dead Adam? Ja. So, als nächstes probieren wir einfach mal als letztes heute noch als Person Nummer 3.
Stegi zu finden. Stegi ist ein cooler Typ, deswegen, ich mag den wirklich. Also ich mag sein Editing. Keine Ahnung, ich weiß nicht, wie Stegi aussieht. Jetzt ist die Frage, ne? Stegi hat, glaube ich, bei seinen Skins, hat er immer blonde Haare, aber ich weiß es nicht. Also man weiß es nicht. War bei Sparo 2 dabei? Ja. Es ist so Hauptbestandteil seiner Videos, Sparo überhaupt. Sein Figur auf Twitter berühmt? Ja, denke mal. Dein Figur blonde Haare? Alter, Digga, das ist fünfte Frage und du fragst mir zweimal dasselbe. Ich weiß es immer noch nicht, Mann. Muss deine Figur Nahrung zu sich nehmen? Ich denke mal, weil es ein Mensch ist, aber ich weiß nicht, vielleicht ist Stegi auch was anderes. Stegi, musst du Nahrung zu dir nehmen? Bist du ein Mensch? Ich weiß es nicht. Hat deine Figur eine tiefe Stimme? Nee, Stegi hat keine tiefe Stimme. Für braunes Haar, ich weiß es nicht. Dein Figur ein eigenes... Ja? Ja? Ein Problem mit Feuer und Lava? Ja? Oh, zum Schluss hat er übelst die Streak rausgehauen. Der ist schon nicht schlecht, der Akinator. Ich würde auf jeden Fall sagen, das war's mit dem Akinator. Leider haben wir alle gefunden, außer mich. Aber egal, wie gesagt, ihr könnt mich einreichen, ihr müsst dafür einfach ein paar Mal Leute spielen und immer, wenn er das Ergebnis sagen will, einfach auf Nein drücken und Nein drücken und dann fragt er dich irgendwann, ob du jemanden einreichen möchtest und vielleicht finden wir uns beim nächsten Mal. Ihr könnt das gerne in die Kommentare schreiben, ich wäre unendlich dankbar, wenn wir das irgendwie mal schaffen würden, dass wir hier selber beim Akinator mal gespielt oder gezeigt werden. Das wäre auf jeden Fall richtig geil. Was auch geil wäre, wenn ihr eine positive Wertung da lasst, wenn ihr euch das Video gefallen hat. Schaut im Kanal vorbei, da gibt es noch weitere Flash-Games, Trash-Games oder Real-Life-Videos, da könnt ihr auf jeden Fall gerne einfach mal vorbeischauen und ein Abo da lassen, wenn euch das Ganze gefällt. Und ich würde auf jeden Fall sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal und ciao.